Nee, bleib drin. Normalerweise müsst ihr jetzt eine Lektion gelernt haben. Problem ist, er schlägt mich an, ich bin fast tot. Boah, Mann. Ich wollte euch eigentlich beim Bauen helfen, weil ich gehört habe, ihr habt vor, eine Eben. Festung zu bauen. Und schau, ob die Diamanten. Okay, alles noch da. Steht vor der Tür. Also wie gesagt, bei dieser Felswand nicht weit weg vom Bett, da müsste eventuell noch mein Zeug liegen. Theoretisch. Das hat er Wenn ihr nicht eingesammelt. weit weg Das hat seid. er eingesammelt. So, stecke ich jetzt erstmal wieder ein Creeper. Ne, ich habe keine Chance. Achtung, er steht hinter dir. Los, Double Team, wir gewinnen. Ne, der hat ein Diamantschwert, was verzaubert ist. Wollen wir ein Loch reingraben, wo er eingelocht, wo er ausgelockt hat? Fuck. Ich kann noch nicht bauen, so, ne? Das ist eine richtig geile Aufnahme jetzt. Achtung. Ja, nee, ich habe ja nichts gegen ein bisschen Bullshit, aber weißt du, ich habe keine Rüstung, kein gar nichts und ich habe nicht mal in dem Bett schlafen können bis jetzt. Also das heißt, ich spawn jedes Mal 100 Meter weiter weg, wenn er mich killt. Finde ich jetzt nicht so toll. 100 bis 200 Meter. Dann ist auch noch ständig nachts. Was ist auf diesem Server nur los? Jetzt war es nachts, dann hat es den ganzen Tag geregnet und als es dann vorbei war, war es wieder Nacht oder was? Wo ist die Fotze? Da ist sie. Nicht mal ein bisschen Holz kann ich hier sammeln, weil ich die ganze Zeit von Creepern und Spinnen verfolgt werde. Skeletten, so wie es aussieht. Cool, Schafe. Dann kann ich jetzt endlich Holz sammeln. TNT liegt in der Kiste drinne. Vier Stück liegen hier. Bau hier in den Gang mit Tripwire-Hooks was rein. Ich lock ihn weg. Da bau noch einen. Unten einen Holzklotz hin, darüber eine Stange, eine Stick und oben drauf. Weißt du was? Ich lock ihn an die Schlucht und schlag ihn runter. Solange er nicht nochmal vorbeikommt, dann nervt, lass ihn einfach. Ignoriere ihn. Wenn er nochmal kommt, dann mach das. Weil all die guten Dinge sind drei, weißt Naja. du? Muss ich erstmal schauen, wie ich hier zurechtkomme. Er fährt zu dir zurück, pass auf. Zu mir, der weiß Nein, nicht nein, mal, wo nein. ich bin. Can ist noch hier. Ich werde gerade so bedroht von der Spinne, das ist so lustig. Can ist auch noch hier, bei dir. Pass auf. Bei mir ist niemand. Nein, 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 ich rede auch nicht mit dir, ich rede mit Tiberius. Hast du das geplantet, das Holz? Hast du das Holz geplantet? Haben wir noch Cobblestone? Haben wir kein Cobblestone mehr, ne? Ja, ich hol noch ein bisschen Cobblestone ran, ne? Ja, eben, ich auch. Behältst du die Dinge im Auge? So, jetzt habe ich endlich mal eine Holzschaufel und eine Holzhacke. Oh Mann. Ich weiß schon, warum ich immer als Einsiedler starte, wenn wir Season aufnehmen. Wir war eigentlich auch unser Plan. Weißt du was?
Drohnen verbrennen ja nicht, wenn Lava draufkommt, ne? Drohnen verbrennen nicht, wenn Lava draufkommt. Truhen. Truhen. Ja. Keine Ahnung, bin ich mir nicht sicher. Wenn er sagt, das ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es so ist. Hab ich nicht gesagt, wenn du sie unten im Haus hältst, gehe ich oben hin, bohre ein Loch rein, kipp Lava runter. So, 19. Das ist ja schon mal was Feines. Das mache ich nur mit meinem neu gewonnenen Reichtum. Apropos Reichtum, ich glaube, ich bringe uns mal ein bisschen Wolle mit. Ich bin auf einer Schafsinsel. Flippin, das ist Tag. Warum greift die Spinne mich an? Und noch ein Creeper, wunderbar. Ach, toll. Du hast echt Glück, ne? Eine Spinne, die mich am Tag angreift, ein Creeper und ein Skelett gleichzeitig. Ja, ich habe echt Glück. Sind wir Jetzt dasselbe? renn noch einmal zu uns rüber und leg dich ins Bett. Dann spawnst du höchstens mal in Ghana. Nicht zu euch rüber, weil ich jedes Mal getötet werde, bevor ich ein Boot bauen kann. Dann fang halt nicht an, Schafe farmen zu wollen, bevor du ein Boot hast. So, komm erst her und bau dann, farm dann Schafe. Haben wir Schafe auf der Insel? Nein, wir Wolle. Außerdem kann ich mich nicht orientieren auf dem scheiß Ozean. Da muss man einfach endlich mal die Koordinaten durchgeben, Ich gebe sie dir minus 283, 1260. Ja, ihr habt die mördergeile Aufnahme gerade, aber wenn ihr was wollt, beschwert euch bei Skepta. 1260? Okay. 1260, ja. Bringe ich euch halt nichts mit. Ne? Passt. Schlägt er dich gerade? Wer, was? Ich habe gerade einen gehört, der hat irgendeinen Schaden bekommen gerade. Zieh mal den Turm weiter hoch, ne? Cubeside schon wieder entgegen. Cubeside macht nix. Ja, naja. Naja. So. So, minus ist die X-Koordinate, richtig? Ja. Dann bin ich jetzt unterwegs dann. Und das andere ist die Z-Koordinate. Ja. Ich habe bei weitem nicht genug Holz, nicht Holz, meine ich hier Stein. Fix verschwindet, noch uns Sachen zu klauen. Verklauen Sie Sachen? Kann ich? Wisst ihr, was haben sie? Ja, Slash Kill tötet mich. Der, nein, das tötet die anderen, aber das darf ich wiederum nicht, das war nämlich wieder hart cheaten. Ja, trotzdem. Weil dann fängt wieder der Konsolenkrieg an. Töten die dich gerade? Hier an der Küste entlang, offensichtlich habe ich wieder einen Fehler gemacht. Versuche wirklich angestrengt zu den Koordinaten zu kommen, aber es ist nicht möglich. Der traut sich in das Loch runter, weiß nicht, was unten ist.
Pack dir meinen Lava-Eimer ein. Wow! Alter, ich bin gerade fast gestorben, dort ist jede Menge Zombies. Langsam weiß ich echt nicht, ob ich noch versuchen soll, zurechtzukommen. Versuch's, sind eigentlich gerade alle hier, die müsst es eigentlich schaffen. Müsst es eigentlich schaffen. Alter, ich bin fast tot. Wir könnten natürlich auch einfach wieder weiterziehen. Ich bin auf einer neuen Insel. Ich habe genau ein halbes Herz. Schon wieder gekillt worden. Ich hab noch genau. Das ist ein Arsch. Okay, jetzt reicht's. Haben wir Zuckerrohr? Ja, haben wir. Okay, bringt also auch nicht großartig mitzunehmen. Klar wollte das nicht. Natürlich nicht. Nee. Ich bin hier auf einer sehr wunderschönen Insel, die extrem geschützt ist von Bergen. Pack dein Zeug alles mal in eine Kiste rein. Ich droppe drin gleich Lava wie Sau. Wollt ihr nicht vielleicht lieber zu mir kommen, anstatt... Nein. Ich droppe drin gleich Lava, ist fuck. Ich baue gerade eine. Oh, geil, das hier ist. Vorgefertigter Wohnraum. Riesig. Mit Dach und allem. Okay. Bitch. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich werde mich auf dieser Insel ansiedeln, werde hier ein Bett bauen, werde die Nacht über hier verbringen und dann komme ich zu euch. Ihr seid wie die Indianer, wollt ihr von eurem Grund und Boden vertrieben werden. Müssen wir nur wieder reinkommen. Ah, oh, wir haben Diamantspitzhacken und so Zeug. Da ist Chan, nimm das Schwert wieder, nimm das Schwert wieder. Ah, nimm dir auch ein Schwert, mach dir ein Schwert. Pass auf, wir haben halt nichts an, ne? Mittlerweile wieder volles Leben. Ja klar, das Ding ist voll verzaubert, das Schwert, sein Schwert. Aber ich muss sagen, der Plan mit der Lava hat echt gut funktioniert. Ich glaube sogar, sein Eis, nein, Schwert, glaube ich, sogar verbrannt. Ah.
Schafe, cool. Ich meine, hey, ich kann nichts dafür, wenn eine Lava stehen bleibt, oder?